Hallo zusammen. Für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Thilo Schwarz. Bin Management-Trainer und Kata-Coach. Habe davor 10 Jahre bei Festool gearbeitet. Habe dort 2008 mit meinem Team zusammen angefangen, die Toyota Kata zum zentralen Führungsmuster im Werk zu machen. Um das zu verstehen, über was ich heute sprechen möchte, muss man vor allem verstehen, warum die Arbeit mit der Kata so zentral ist. Deshalb die Frage an Sie: Warum sind Sie heute hier? Und warum interessieren Sie sich für das Thema Kata? Oder vielleicht noch genauer, warum setzen Sie sich in Ihrem Unternehmen mit dem Thema Kata auseinander? Ich habe vor 2 Wochen ein Gespräch gehabt mit dem Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens, in dem ein Bereich sich mit der Kata beschäftigt. Und wir sprachen zunächst etwas über die strategische Ausrichtung des Unternehmens, kamen dann auf das Thema Kata zu sprechen. Und so nach einiger Zeit sagte er mir: Naja, also dieses Coaching-Zeugs, also ich weiß auch nicht, irgendwie alles viel zu soft. Was meinen Sie? Irrt er oder hat er recht? Er irrt. Denn Unternehmen werden nie besser sein als die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter. Oder lassen Sie es mich anders sagen: Jede Strategie, und sei sie noch so brillant, entscheidet sich an der Fähigkeit zur Umsetzung. Und deshalb muss es zentrale Führungsaufgabe sein, die Problemlösungsfähigkeit in Unternehmen immer weiter zu entwickeln. Die Frage ist also nicht, welche Technologie beherrschen wir heute? Welche Patente besitzen wir heute? Welche Prozesse haben wir heute schon im Griff? Die alles entscheidende Frage ist: Wie ist unsere Fähigkeit, um technische und prozessuale Herausforderungen zu knacken, die vor uns noch keiner geknackt hat, und Produkte, die bisher noch niemand wirtschaftlich herstellt, jetzt wirtschaftlich zu machen? Oder mit anderen Worten: Problemlösungsfähigkeit ist der zentrale und strategische Wettbewerbsvorteil. Und das ist auch der Grund, warum sich hoffentlich die meisten von Ihnen mit dem Thema Kata beschäftigen. Denn die Kata ist ein Führungsansatz, der die Entwicklung von Problemlösungsfähigkeit bei allen Menschen im Unternehmen zum zentralen Bestandteil der täglichen Führungsarbeit macht und eben dadurch Teams befähigt, herausfordernde Ziele und Strategien zu erreichen, und zwar vor allem im volatilen Umfeld. Und das ist überhaupt nicht soft, das ist gnadenlos hart. Gnadenlos hart. Es geht um die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen. So, wenn das jetzt also so ist, und wir sind ja heute am 5. Kata-Praktikertag, auch wenn einige zum ersten Mal hier sind, so in den Gesprächen, in den Pausen habe ich festgestellt, die meisten von uns setzen sich schon seit längerer Zeit mit dem Thema Kata auseinander. Also wenn das so knallhart ist, dann müssen wir uns ja auch die Frage gefallen lassen: Wie ernst nehmen wir es denn mit der Kata? Und vor allem, wie erfolgreich sind wir denn bisher? Im Sport ist das relativ einfach. Wenn der Erfolg ausbleibt, ist wer schuld? Der Coach, ne? Genau. So, bei der Fähigkeitsentwicklung in Unternehmen ist da was Wahres dran. Also mittelmäßige Coaches, mittelmäßige Fähigkeit. Gute Coaches, gute Fähigkeit. Weltklasse-Coaches, Weltklasse-Fähigkeit. Und deshalb sollten wir uns mit der Frage auseinandersetzen: Wie können wir Weltklasse-Coaches entwickeln? Wie die meisten von Ihnen wahrscheinlich wissen, ist es ja die Aufgabe des Coach-Coaches, die Fähigkeiten des Coaches zu entwickeln. Also mit anderen Worten hier, wir sehen hier die typische Situation: Verbesserer, Coach, Coach-Coach. Beobachtet der Coach-Coach den Coaching-Zyklus? Genau, 2 der hier dargestellten sind heute hier. Beobachtet der Coach-Coach den Coaching-Zyklus und gibt dann dem Coach Feedback. Das heißt, für diejenigen von Ihnen, die die Sache mit der Kata ernst nehmen und die bisher unzufrieden sind mit der Lernkurve in der Coaching-Fähigkeit, möchte ich heute 2 Ansätze vorstellen, wie wir die Lernkurve bei Coaches beschleunigen können. 2 Ansätze, die auf 2 Elemente zurückgehen, die schon Daniel Coyle in seinem Buch Talent Code geschildert hat, nämlich: Weltklasse-Fähigkeit braucht, und 2 von 4 Elementen, braucht Master Coaching, oder vielleicht sollten wir besser sagen Master Coach Coaching, und Deep Practice, zielgerichtetes Üben.
Kommen wir zuerst auf den ersten Punkt. Wenn wir also besseres Coach-Coaching wollen, heißt das vor allem, wir müssen Feedback verbessern. Viele Coach-Coaches fragen mich, ja, was muss ich denn tun, um mein Feedback zu verbessern? Und dann gehen wir vor Ort und schauen uns Coaching-Zyklen an und schauen uns an, wie die Coach-Coaches agieren. Und ich bin oft überrascht, wie dann das Feedback abläuft. Weil oft beobachte ich, dass die Coach-Coaches kaum erwarten können, dass der Coaching-Zyklus zu Ende ist, um endlich ihr Feedback loszuwerden. Das ist ein bisschen so. Interessanterweise ist mir genau das aufgefallen, was wir heute Morgen schon gehört haben. Wir schildern ja in dem Feedback unsere Wahrnehmung. Und wie wir heute Morgen schon gehört haben, ich weiß nicht genau, warum dieses Wort mit H geschrieben wird. Also weil das von dem, was wir da sehen, das muss nicht unbedingt wahr sein. Wir sollten vorsichtig sein beim Feedback. So, das heißt also, das Erste, wenn wir Feedback verbessern wollen, interessanterweise geht Feedback verbessern gar nicht mit Feedback geben los. Gutes Feedback setzt vor allem gute Beobachtung voraus. Hervorragende Coach-Coaches unterscheiden sich von anderen Coach-Coaches vor allem durch ihre hervorragende Beobachtungsgabe. Im Profisport wird übrigens sehr viel Aufwand getrieben, um einem Trainer die Möglichkeit zu geben, noch die kleinsten Nuancen erkennen zu können, aus denen er dann im Training wieder einen Vorteil für sein Team ziehen kann. Wie handhaben wir das bei Führung? Sollten wir nicht mindestens den gleichen professionellen Anspruch haben? Das heißt also, wenn wir Feedback verbessern wollen, müssen wir zuerst unsere Fähigkeit verbessern, zu beobachten. Wenn wir das trainieren wollen, hier 4 Punkte, mit denen Sie Ihre Beobachtungsfähigkeit trainieren können. Beobachten Sie im Gespräch erstens, folgt das Gespräch den 5 Fragen, also den Kata-Fragen. Nicht nur in Wortlaut und Reihenfolge, sondern vor allem auch, wo gibt es Rücksprünge? Wo muss ich zurückspringen? Beobachten Sie zweitens, wo ist denn die Wissensgrenze des Verbesserers? Weil auch das sollte ja der Coach bemerken und entsprechend darauf reagieren. Drittens, beobachten Sie oder versuchen Sie zu beobachten, wo folgt das Vorgehen des Verbesserers, nicht der Verbesserungskata. Auch dort sollte der Coach das erkennen und entsprechend darauf reagieren. Und abschließende Frage, wo erkennen Sie, dass das Gespräch unstrukturiert wird, wo es dem Coach also schwerfällt zu coachen. Ich bin wirklich oft überrascht, wie wenig vorbereitet Coaches in Beobachtung gehen, kommen so knapp vor oder nach Gesprächsstart, schauen dann mehr oder weniger konzentriert zu, überraschenderweise völlig ohne Hilfsmittel, ohne Notizen, aber geben dann auf jeden Fall Feedback. Die Coaches sagen mir dann oft, ja, mein Coach, der ist so von dem Typ selten dabei, aber immer ein Tipp parat. Vorsicht, ne? Das ist nicht, was wir wollen. Stufe 2, 2. Tipp, um besseres Feedback zu geben. Wie wir heute Morgen schon sagten, bei Feedback sollten wir vorsichtig sein. Unsere Wahrnehmung ist subjektiv. Eine Möglichkeit, um vorsichtiges Feedback und vor allem sachliches, begründetes und nachvollziehbares Feedback zu geben, ist eine einfache Feedback-Routine zu verwenden. Wir könnten auch sagen, eine Feedback-Charta. Die Feedback-Charta hat 3 Elemente. Zum einen schildern Sie die Beobachtung. Ich habe beobachtet das. An diesem Beispiel hier heute bei der Frage nach dem Ist-Zustand keine aktuellen Datenvorlagen. Stufe 2, erklären Sie dann, was daraus entstanden, die Auswirkung war. Ich habe den Eindruck, dass es dadurch schwer wurde, in Phase 3 die Hindernisse eindeutig zu identifizieren und abschließend geben Sie Ihre Empfehlung. Aus meiner Sicht ist es förderlich, wenn, aus meiner Sicht ist es förderlich hier in diesem Beispiel, immer darauf zu achten, dass aktuelle Daten der Coaching-Tafel vorliegen. Eigentlich simpel, aber was ist der Trick? Punkt 1 und Punkt 2 drehen genau das um, was wir normalerweise im Feedback gerne machen würden. Wir würden gerne zuerst den Punkt 2 schildern. Ich habe heute gesehen, das hat nicht funktioniert. Nein, warte, das hilft dem Coach überhaupt nicht. Schildere zuerst sachlich, was du beobachtet hast und erkläre dann, warum genau das, was zu sehen war, zu den Schwierigkeiten geführt hat. Tipp 3. Wir glauben immer, wenn wir Coaches Feedback geben, dass die Coaches dann sofort wissen, was sie zu tun haben. Das ist aber ein Problem. Denn erstens, Wissen heißt ja noch nicht, dass ich das auch in Handeln umsetzen kann. Und zweitens, und das gilt eben vor allem für Kommunikation, selbst wenn ich weiß und handeln kann, muss ich dann online im Gespräch live erkennen, wann jetzt welches Handeln Not tut. Also im Grunde können wir sagen, der Coach muss 2 Fähigkeiten haben, damit er das, was wir ihm sagen, umsetzen kann. Er muss erkennen, wann im Gespräch tut jetzt diese Reaktion Not und er muss dann genau wissen, wie kann ich darauf reagieren. Das heißt also, gutes Feedback hilft im Gespräch erstens, den Moment zu erkennen, um den es geht, und zweitens gibt dann eine konkrete Handlungsanleitung. Gutes Feedback ist also nicht einfach nur zu sagen, du solltest darauf achten, auf das oder jenes, sondern gutes Feedback sagt immer, wenn du im Gespräch bemerkst, dass, das ist der Trigger, ne, Folgendes eintritt oder passiert,
dann ist es aus meiner Sicht völlig, wenn du das und das fragst, sagst oder tust. Konkrete Handlungsanleitung. Machen wir ein Beispiel. Viele Feedbacks in der Empfehlung haben folgende Form. Aus meiner Sicht ist es förderlich, immer darauf zu achten, dass aktuelle Daten vorliegen. Was sagt der Coach? Ja, aus meiner Sicht auch. Aber was soll ich denn jetzt bitte tun? Und vor allem, wann im Gespräch soll ich es tun? Verwenden wir unsere Formel. Eine bessere Formulierung für das Feedback wäre, wenn du bei Frage 2, das ist der aktuelle Ist-Zustand, keine Daten mit aktuellem Datum im Diagramm auf der Coaching-Tafel siehst, okay, das kann ich genau erkennen, dann, jetzt kommt die Handlungsempfehlung, ist es aus meiner Sicht förderlich, wenn du die vertiefende Frage stellst, konkrete Handlungsanleitung, wie ist die aktuelle Situation der Prozesskennzahl heute? Danke, lieber Coach, das kann ich tun. Tipp Nummer 3. Ich beobachte oft, wenn ich Coaches in ihren Feedback-Tätigkeiten beobachte, folgendes. Während des Coaching-Zyklus sind Coach und Coach noch bester Laune. Kaum beginnt das Feedback, ändert sich die Situation ungefähr in dieses Bild. Auch hier gilt wilde Achtung, jede Wahrnehmung ist subjektiv. Sei vorsichtig beim Feedback. Im Übrigen, wir trainieren ja unsere Coaches im Umgang mit ihrem Verbesserer, keine Aussagen zu treffen, keine Anweisungen zu geben, sondern zuerst einmal zu erfragen, wie der Verbesserer die Situation sieht. Interessanterweise halten wir uns als Coaches selten an dieses Vorgehen. Deshalb ist es aus meiner Sicht förderlich, zuerst zu erfragen, wie der Coach die Situation sieht. Eigentlich logisch. Das heißt, ein gutes Feedback sollte den folgenden Ablauf haben. Nach dem Coaching-Zyklus fragen wir zuerst den Coach, wie er das Gespräch sieht und geben dann Feedback. 5 Fragen, die Sie Ihrem Coach stellen können, zeige ich Ihnen gleich, die dazu führen, dass es zunächst zu einer Selbsterkenntnis kommt. Heute im Gespräch war mir das oder das schwierig. Und wenn Sie dann genau dazu Feedback geben können, dann haben Sie wirklich einen hilfreichen Punkt getroffen. Fragen, die Sie Ihrem Coach stellen können, sind: Wie ist das Gespräch aus deiner Sicht gelaufen? Wo war die Wissensgrenze des Verbesserers? Wo folgte das Vorgehen des Verbesserers, nicht der Verbesserungskarte? Und wo ist dir das Gespräch schwer gefallen? Sagt der Coach zum Beispiel, ja, heute ist es mir besonders schwer gefallen bei Frage 3 nach den Hindernissen. Da waren wir, irgendwie sind wir aus dem Ruder gelaufen, sagt der Coach. Das habe ich auch beobachtet. Wäre es okay für dich, wenn ich versuche, dazu mal eine Hilfestellung zu geben? Ja, natürlich, lieber Coach. Sehr gern. Das wäre ein guter Einstieg. Wenn Sie nach den Fragen immer noch das Gefühl haben, sinnvolles und helfendes Feedback zu geben zu können, dann geben Sie Feedback. Wenn nicht, geben Sie keins. Also das Verhältnis sollte genau umgekehrt sein. Wir beobachten wenig, geben immer viel Feedback. Anders sollte sein, wir beobachten viel und geben dann ab und zu mal wirklich helfendes Feedback. Kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, Deep Practice, zielgerichtetes Üben. Das ist eine Vorgehensweise, die sich in den letzten 1,5 Jahren in einigen Unternehmen entwickelt hat, um die Lernkurve der Coaches zu beschleunigen. Das ist eine Vorgehensweise, die ich so öffentlich noch nicht vorgestellt habe. Es ist heute das allererste Mal. Insofern eine spannende Sache. Und es ist eine Vorgehensweise, die ich Kata Dojo nenne. So, Dojo ist in den asiatischen Kampfsportarten der Übungsort. Oder um es vielleicht noch präziser zu sagen, Dojo ist der Raum für die Suche nach dem besseren Weg. So, jetzt, was ist also ein Kata-Dojo oder wie ist diese Übungsform entstanden? Ich habe bei der Beobachtung von Coaching-Zyklen und Coaches in Aktion folgende Sachen bemerkt. Erstens, jeder Coaching-Zyklus ist anders. Ich nehme an, Sie können das bestätigen. Ergo bekommt der Coach nach jedem Coaching-Zyklus von seinem Coach auch ein Feedback zu einem völlig anderen Punkt. Worauf soll er sich denn jetzt fokussieren? Zweitens, selbst wenn es dem Coach gelänge, sich da sinnvolle Punkte rauszupicken und er versucht, das zu üben, wie wahrscheinlich ist es, dass das, was heute im Coaching-Zyklus passiert ist, morgen wieder passiert und er deshalb das, was ich ihm im Feedback gesagt habe, üben kann? Extrem unwahrscheinlich. Oder anders gesagt, ich habe mir dann angeschaut, wie wird das im Profisport gemacht? Naja, im Profisport gibt es 2 völlig unterschiedliche Situationen. Situation 1, hier auf der linken Seite, ist das Spiel. Situation 2 ist das Training. So, wo findet jetzt Lernen statt? Na, Lernen nur im Training. Was machen wir dann im Spiel? Ja, wir wenden das Gelernte an. So, was heißt das jetzt für den Trainer dieser Mannschaft? Na ja, im Spiel beobachtet der Trainer, um was zu tun?
Lernfelder zu erkennen. Was macht er mit seinen Erkenntnissen? Nimmt die mit ins Training und trainiert im Training diese Lernfelder durch. Erstens häufiges Wiederholen, zweitens einzelner Situationen. Wir wiederholen nicht im Training das gesamte Spiel. Wo gibt also der Trainer Feedback? Naja, Feedback gibt er im Training, nicht im Spiel. So, was heißt das jetzt für die Einwanderer der Coaching-Charta? Das Spiel ist Coachen. Wann ist das Training? Wir dachten immer, dass, wenn wir als Coach regelmäßig beobachten und Feedback geben, dann eine Lernentwicklung bei den Coachen stattfindet. Achtung, es könnte sein, dass wir falsch gedacht haben, denn täglich wechselndes Feedback führt ja nicht zu Verbesserungen. Aufgabe des Coaches ist es im Spiel, Coaching-Zyklus, Lernfelder zu erkennen und diese dann gezielt zu trainieren. Nur dann hat der Coach die Chance, durch häufiges Wiederholen in eine Routine zu kommen und dadurch seine Fähigkeit zu coachen zu steigern. Als mir das klar wurde, ist die Übung des Kata-Dojos entstanden. Und das funktioniert so, dass mir klar wurde, wenn ich Coaches entwickeln möchte, dann ist eigentlich die beste Art und Weise, wenn ich Lernfelder identifiziert habe, dann an einer einfachen Übung in die Rolle des Verbesserers zu gehen und die Gesprächssituationen, mit denen sich der Coach regelmäßig schwer tut, für ihn zu simulieren, um ihm die Chance zu geben, mit hoher Wiederholfrequenz an genau diesen Situationen zu üben. Oder mit anderen Worten, der Verbesserer simuliert immer wieder die gleiche Gesprächssituation an einem einfachen Simulations-Kata-Übung. Können Sie das Puzzle nehmen? Nach dieser kurzen Gesprächssequenz, und das ist nicht der gesamte Coaching-Zyklus, das ist nur das Lernfeld, was im Grunde genommen nichts anderes ist, als hier so eine Situation mit so Hütchen zu simulieren, kann ich dann in die zweite Rolle des Coaches gehen und zu dem, was in diesem Zyklus passiert ist, Feedback geben. Dadurch hat der Coach die Möglichkeit, genau an seinem Lernfeld sein Vorgehen von Runde zu Runde zu verbessern und das dann Erlernte wieder mitzunehmen ins Spiel. Aus dieser Übung sind in einigen Unternehmen mittlerweile so kleine Kata-Dojo-Gruppen entstanden, bei denen drei Personen miteinander immer wieder ähnliche Gesprächssituationen üben. Denn wir haben festgestellt, dass es eine ganze Menge von Problemmustern in Coaching-Zyklen gibt, auf die der Coach reagieren muss. Zum Beispiel, der Zielzustand ist unpräzise formuliert. Zur aktuellen Situation liegen keine Daten vor, sie sind nicht aktuell oder sie sind bloß Durchschnittswerte. Die Hindernisse sind nicht klar identifiziert. Der Verbesserer springt auf Lösungen, statt weiter nach der Ursache zu forschen. Der nächste Schritt ist zu groß, der nächste Schritt dauert zu lang. Nur um ein paar der Muster zu nennen, die immer wieder vorkommen und auf die Coaches reagieren müssen. Das kann ich im Kata-Dojo wunderbar trainieren. Im Übrigen hier in diesen Kata-Dojo-Gruppen ist auch der Wunsch entstanden, sich intensiver über Tipps und Tricks für den Coach auszutauschen. Deshalb werden wir jetzt im Dezember einen kleinen monatlichen Rundbrief starten mit Tipps und Tricks für den Kata-Coach. Und wenn Sie dabei sein wollen, schicken Sie mir einfach eine E-Mail. Aber Achtung, ich bekomme immer viele Fragen zur theoretischen Auseinandersetzung mit der Kata. So, was mache ich dann? Das ist nicht, worum es geht. Wenn Sie dabei sein wollen, schicken Sie mir bitte ein Beispiel-Dialog aus einem Coaching-Zyklus, den Sie beobachtet haben. So ein Problemmuster für den Coach. Im Übrigen, das ist auch nicht für alle. Kata-Dojo ist nur für die, die es mit der Kata wirklich ernst meinen. Und in diesem Sinne, lassen Sie uns die Art und Weise, wie wir Kata in Unternehmen trainieren, weil es um die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen geht, auf die nächste Stufe heben. Lassen Sie uns wie Profis agieren oder mit anderen Worten, get serious with the Kata. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Thilo. Vielen Dank für den Einblick, vor allen Dingen in deine neuesten Erkenntnisse. Ich merke, dass du da sehr tief drin steckst. Und das war auch nochmal was ganz Neues, was wir bisher nicht hatten. Also klasse. Und jetzt würde ich die letzten Referenten nochmal mit nach vorne bitten, den Alexander Steck, den Florian Fittkau und den André Schwarz. Wir haben nochmal eine kurze Feedbackrunde. Sie haben nochmal die Gelegenheit, kurz Fragen zu stellen, wenn sich welche bei Ihnen aufgestaut haben. Und wenn Sie gehen, dann schmeißen Sie bitte unbedingt den Ball, den betreffenden Ball in die Röhre. Ich merke, die grüne Röhre füllt sich unaufhaltsam. Wunderbar. Also, Fragen von Ihrer Seite.
Ja, also ich habe heute früher von meinem Kollegen gelernt, ich muss einfach mehr Geduld haben. Ich stehe jetzt hier einfach so lange, bis Sie fragen. Mike, wat? Musst du dringend raus? Okay, schade. Gerade wollte ich ihn mal fragen, hast du mal mit Mike über die Feedback-Charta gesprochen? Kennt er das schon? Ich denke schon, ja. Wir haben jetzt nicht die letzten Wochen drüber gesprochen, okay. Aber wir haben ein bisschen dazu letzten Endes, das ist ja die Frage, ne? Brauchen wir nur 2 Charta? Brauchen wir vielleicht 3 Charta? Oder ist es einfach was, womit wir uns anfreunden müssen, dass wir vielleicht sowieso mehr Routinen brauchen, die wir üben müssen? Ja, Konstantin, es gibt viele Katas, ne? Es ist vielleicht gar nicht so sehr die Frage, wie viele brauchen wir. Wenn wir uns mit der Kata beschäftigen oder auch grundsätzlich, wenn wir uns mit Prozessverbesserungen beschäftigen, stellen wir immer wieder fest, wenn wir nicht auf das Ergebnis, sondern auf die Veränderung des Prozesses, und das ist übrigens viel härter als Ergebnisfokussierung, wenn wir darauf achten, dann müssen wir vor allem in Mustern denken. Versuche, Muster zu finden und Prozesse in Richtung bestimmter Muster zu entwickeln. Und das gilt natürlich nicht nur für physische Prozesse, sondern es gilt natürlich und vor allem auch für Managementprozesse. Und insofern, der Gedanke der Charta ist ja nichts anderes als, definiere ein Muster und strebe dieses Muster an, um dadurch den Prozess zu verbessern. Aus meiner Sicht insofern ganz natürlich, dass wir immer wieder, wenn wir angefangen haben mit den beiden Katas zu arbeiten, die gleiche Vorgehensweise wäre, lass uns für diesen Prozess ein Muster definieren und das anstreben. Ja, aber das ist ja nur eine Denkweise, die bisher nicht verbreitet war. Also das, absolut, ja. Ich absolut also insofern bei dir, genau. Für uns das Neue. So, ich schaue nochmal in die Runde. Herr Dr. Braun. Ich hätte mal eine Frage. Ich habe viele Bilder und Beispiele gesehen, wo sie coachen. Ich habe kein Bild gesehen, wo sie eine Führungskraft coachen. Mal die Frage, wie viele Führungskräfte lassen sich denn von Ihnen coachen? Also wirklich Werkleiter, Abteilungsleiter. Wie hoch geht die Pyramide mit dem Coachen? Also antworte ich jetzt einfach mal. Wir haben es ja versucht, in diesem Rollenspiel so ein bisschen zu simulieren, so ein Coaching mit einer Führungskraft. Und bei uns ist es tatsächlich gelungen, bis auf eine Business-Unit-Ebene mit hohen Führungskräften Coaching zu machen und versuchen, die Kata da zu etablieren. Erstmal in den Gesprächen, die auf die Probleme reflektieren, die die Manager tatsächlich haben. Dann sind es diese einfachen Prozesse, die ich auch vorhin erwähnt habe. Zum anderen aber tatsächlich auch jetzt mit eigenen Verbesserungsprojekten zu starten und sich mal in diesen geschlossenen Lerngruppen auf Management gleicher Ebene dann auch gegenseitig zu coachen, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wovon reden die da überhaupt? Was erzählen die mir denn überhaupt den ganzen Tag? Warum stellt ihr mir eigentlich so komische Fragen? Also bei uns haben wir es mittlerweile geschafft, von unten kommt relativ hohes Management zu erreichen. Und dort die Charta tatsächlich anzuwenden. Deswegen ist es ja so spannend, dass wir auch mit ganz simplen Mitteln, wie es die Charta tatsächlich ist, dann so hohe Manager erreichen und die sich dann auf unsere Sprache einlassen. Also ich habe auch im Laufe der Diskussion in den Pausen relativ häufig die Frage gekriegt, wie kann ich es jetzt lostreten, ja, und wie komme ich an die Führungskräfte ran? Und ich glaube, ganz entscheidend ist, was Sie gemacht haben, neugierig machen. Genau. Ja, dann ein Gefühl dafür entwickeln, man muss das spüren, ist das für mich gut oder nicht, und dann den Nutzen aufzeigen. Und das haben Sie mit Ihrer kleinen Vorführung ganz gut gezeigt. Sie versuchen, den Menschen, den Führungskräften einen Nutzen zu stiften. Richtig. Und nur dann, wenn Sie ihn erkennen, werden Sie es auch machen. Genau. Ja, Sie sind ja nicht in der Position, den zu sagen, ja, macht jetzt mal Cutter, sondern Sie versuchen, ihnen zu helfen in ihrem täglichen Doing. Und wenn ihr das annehmen, ist das ein gutes Zeichen für Siemens, würde ich sagen. Wunderbar. Das Zeichen für den Wandel, richtig. Ja. Okay.